Martin, mein lieber Freund. Ich finde das einfach so witzig, die Leute, die sich aufregen über meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Sorry, Paco. Seid ihr nicht gute Freunde? Wenn die jetzt wütend sind, dann Happy Birthday sollen die sein. Ciao, ragazzi. In der aktuellen Folge Kampf der Reality Stars erhielt Elena Miras ein unmoralisches Angebot, wie wir alle wissen. Nein, doch. Und dafür nochmal 2 Briefe zu opfern. Und sorry, ich habe das getan. Dass du 3.000 Euro kriegst? Ja. Hat Elena irgendwie ein schlechtes Gewissen oder steht sie immer noch zu dem, was sie damals in der Sala im Tiny House getan hat? Sie hatte 3 Optionen, entweder Briefe für eigentlich alle aus der Heimat oder sie vernichtet alle Briefe, ist dann gesaved und bekommt 3.000 Euro und ihren Brief aus der Heimat. 3.000 Euro und bist in der kommenden Stunde der Wahrheit safe und kannst nicht rausgewählt werden. Oder Option 2. Ja, Option 2 hat sie dann gewählt. Sie vernichtet einige Briefe der anderen, bekommt einen Brief und 3.000 Euro. Ich bin ja kein Engel. Also ich bin schon kein Engel und der Zuschauer denkt sowieso, ich bin kein Engel. Also bin ich der Teufel? Im Nachhinein, ich meine, es sind jetzt einige Wochen wahrscheinlich seit den Dreharbeiten vergangen. Hat Elena irgendwie ein schlechtes Gewissen oder steht sie immer noch zu dem, was sie damals in der Sala im Tiny House getan hat? So, ich bin gestern nicht mehr dazu gekommen, eine Story zu machen, weil ich einfach todesmüde war und gestern einfach schlafen musste. Und bin sehr früh ins Bett gegangen. Ja, ist es denn the possibility? So, ich finde das einfach so witzig, die Leute, die sich aufregen über meine Entscheidung, die ich getroffen habe. Er gönnt bei mir nicht, deswegen ist halt nur ein Brief. Ah ja, gut, ich habe auch jetzt keinen gekriegt. Ich will euch eins sagen, wir waren die Kandidaten, die einen Brief bekommen haben, außer Jelis. Ich habe natürlich alle von Tag 1 gewählt, einmal Rona. Waren alle bereits 21 Tage dort. Oder glaube ich sogar noch mehr, keine Ahnung. Ich kann nicht! Ich kann nicht! Checkst du's nicht? Ich kann nicht mehr! Und dass die einen Brief bekommen, war für mich ganz, ganz klar. Alle anderen sind erst gerade angereist oder waren 6 Tage da. Also für mich kein Grund, einen Brief zu geben. Natürlich gibt's eine Story für jemand, der geweint hat, das war Paco. Für mich ist es sehr schwer, dass es meiner Oma und meinem Opa nicht so gut ging im Krankenhaus war. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn auf jeden Fall auch ausgesucht, aber ich wusste das nicht davor. Das kam dann alles im Nachhinein, aber dann war das auch schon zu spät. Tatsächlich. Aber ansonsten bereue ich meine Entscheidung auf keinen Fall. Für alle, die jetzt noch rumheulen, mein Gott, heult rum. Ja, haben wir uns doch fast alle gedacht, ne? So schlechtes Gewissen ist nicht Elenas Ding. Und die 3.000 Euro trösten sie natürlich über den ein oder anderen bösen Kommentar, den sie jetzt erhält. Ich wette, mein Brief wäre kaputt gegangen, ganz, ganz schnell, wenn jemand anderes da vorne gestanden hätte. Nur wenn man selber ein kleines Teufelchen ist, Elena, sollte man nicht das Übelste von seinen Mitmenschen denken. Du hast ja der Jelis auch einen Brief gegeben, obwohl sie noch nicht so lange drinne war. Und ich habe Jelis genommen, weil ich weiß, dass sie ihre Tochter enorm vermisst und ich glaube, das kann sie noch mal stärken. Also, wenn jemand anders Sympathie für dich gehabt hätte, hättest du deinen Brief vielleicht dann doch bekommen. Also das ist eine schlechte Ausrede. Diese Worte gehen tief ins Herz und berühren mich so stark, dass ich einfach weinen muss. Das Lustigste ist, dass ganz viele schreiben, dass sie auch so viel Gage bekommen. Wie viel Gage habe ich denn bekommen? Weiß das jemand von euch? Es war schon zu erwarten, dass ich nichts bekomme. Meine Gage war einfach zu krass. Die sind ja neben mir, haben die genau 10 Cent bekommen. Nein, niemand weiß das. Nur weil man ein Spiel gemacht hat, wer die höheren Gagen bekommen, weiß man ja gar keine Preise davon. Also was für ein Schwachsinn, bitte. Ich kann einfach keine Kritik einstecken. Und es gab ja auch noch Tage davor, war doch ein Spiel, wo wir Briefumschläge bekommen haben mit Geld drin. Bei mir war auch nichts drin als Einzige. Ich habe nicht mal 1 Cent bekommen. Und da habe ich ja auch nicht rumgeheult, deswegen alles gut. Nun gut, rumgeheult hat sie nicht, aber angepisst wirkte sie doch schon, dass sie gar keinen Euro von Ronald bekommen hat. Wenn er sich selber 1.000 Euro gibt, dann ist das einfach eklig. Eklig. Wie fandet ihr die Entscheidung? Hättet ihr es auch so gemacht? Und hättet ihr es im Nachhinein zumindest bereut? Ich hab nichts gemacht. Kommentieren, abonnieren.